Hallo, ich grüße euch. Ich bin theoretischer Physiker. Das ist schön, dass es auch schon Applaus wert ist. Und die Organisatoren haben mich gefragt, ob ich für 10 Minuten hier was erzählen möchte. Warum nicht? Ja, aber es muss ja unterhalten sein. Also ich dachte mir, gut, dann muss ich halt was Lustiges erzählen. Killer-Algorithmen. Ja, die Technik geht gut hier. Ja, wir kennen das alle. Wir sind jetzt mit dem Auto unterwegs und fahren jetzt, sagen wir mal, auf einer Brücke. Und dann passiert es, die Straße ist blockiert. Sieht denn so aus. Links, also wir sind auf der rechten Spur, wir können jetzt über den Kinderwagen rüberfahren oder dieses Pärchen da rüberlenken. Und also wir können nicht mehr bremsen, wir sind einfach zu schnell. Oder wir stürzen uns in den Tod. Kennt jetzt jeder, hat jeder schon mal erlebt. Schwierige Entscheidung. Man ist dann völlig im Stress. Oder anders gesagt, man ist in Panik, das sieht denn so aus. Selbst wenn man sich vorher überlegt hat, was man in so einer Situation moralisch machen müsste oder wollte, kommt man an diese Entscheidung nicht ran, weil man einfach in Panik und Stress ist. Und dann passiert das, was passieren muss. Das Unvermeidbare, man entscheidet sich für A und fährt zuerst den Mann tot. Und dann auch die Frau. Dieses Bild wurde jetzt aufgenommen nach dem Unfall. Und ich kann euch sagen, die Hilfe kam zu spät. Die Frau starb auch. Ja, also es ist auch nicht lustig. Ich würde jetzt auch nicht lachen. Ist ein ernstes Thema. Ja, und was dann? Dann ist natürlich das schlechte Gewissen da. Man hat jetzt 2 Leute getötet. Man hat sich sozusagen für das Baby entschieden. Wenn da überhaupt ein Baby drin ist in dem Kinderwagen, das weiß man ja nicht. Und dann hat man natürlich Angst, kommt man jetzt ins Gefängnis. Aber das ist nicht so, weil es gab ja keine richtige Entscheidung. Man konnte auch nicht wirklich eine falsche Entscheidung treffen. Also rechtlich ist man da fein raus, es sei denn, man ist vielleicht zu schnell gefahren oder war betrunken. Aber es gibt ja Abhilfe. Die selbstfahrenden Autos. Die sind schneller. Die sind sicherer, sieht man ja vielleicht auch in Amerika, was da jetzt so passiert ist. Die Sonne scheint immer auf den Plakaten, das ist auch sehr schön. Und man hat immer gute Laune. Es hat sich ziemlich viel getan mit diesen Autos, wie man hier deutlich sieht. Zum Beispiel kann man die jetzt auch, also die sind ja mit Kameras ausgestattet und können dann zum Beispiel auch dein Gesicht erkennen. Und dich dann vielleicht auch identifizieren, Stichwort Big Data. Und der Mann, das kriegen wir jetzt raus, das wussten wir natürlich vorher nicht, das ist ein Riesenvorteil, der war jetzt vorbestraft und arbeitslos. Also ich bitte euch, denn Entscheidung ist einfach, oder? Die Mutter war jetzt auch eine Mutter, weiß man jetzt auch wegen Big Data, schwer krank, hat noch eine Lebenserwartung von ungefähr 3 Monaten, beide sind jetzt gestorben, richtige Entscheidung, oder? Und ja, man weiß dann auch, dass überhaupt ein Baby da in diesem Kinderwagen drin war und es ist gesund und das hat man gerettet und man selbst ist vielleicht auch gesund, alles gut. Andere Daten sind vielleicht auch dabei. Ja, der Algorithmus, der funktioniert natürlich auf künstlicher Intelligenz. Da wird dann abgewogen, was ist die beste Entscheidung. Und ja, wie wir jetzt eben alle einnehmlich festgestellt haben, Option A war genau die richtige. Einfach über die beiden Leute darüber heizen. Ja. Das ist dann auch so ein Maximum von einer Optimierungsfunktion. So muss man das machen. Denke ich mal, oder? Machen wir mal einen Themenwechsel. Diese selbstfahrenden Autos, die sind ja sehr viel hilfreich, überall auf der Welt. Man kann sich mal überlegen, vielleicht ist das jetzt nicht überall unbedingt sofort der Fall, zum Beispiel in so einer Megacity, wo vielleicht 20 Millionen Leute wohnen. Ich habe jetzt mal dieses Bild genommen und
mir überlegt, ja, wir setzen da jetzt mal so ein selbstfahrendes Auto rein. Was würde das eigentlich machen? Hat jemand eine Idee? Genau, nicht fahren, das ist genau richtig. Und so ein Künstler aus den USA, der hat dazu mal einen Film gemacht. Und was der gemacht hat, ist, er hat einen Kreis gemalt und um den Kreis dann nochmal so einen gestrichelten Kreis und dann hat er so ein selbstfahrendes Auto da durchfahren lassen wollen. Und das möchte ich jetzt zeigen, wenn der Film startet. Das ist der Kreis, der gestrichelte Kreis. Dann ist diese Straße, das selbstfahrende Auto kommt, will da durchfahren und zuckt zum Schluss nochmal. So, jetzt könnt ihr mal selbst überlegen, woran das liegt. So ist vielleicht schwer zu glauben, aber es gibt ungefähr 1 Milliarde Fahrzeuge weltweit und die selbstfahrenden Fahrzeuge werden dann natürlich vernetzt werden und haben vielleicht dann eben die Datensätze und Erkennungsalgorithmen und entscheiden autonom. Und die Entscheidungen werden mit Sicherheit todsicher sein. Und ich glaube, das ist auch Anlass, uns wirklich darauf zu freuen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon beim Fazit, wo wir jetzt so ein bisschen, das ist ein wissenschaftlicher Vortrag, ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich dachte mir, damit das nicht so langweilig ist, mache ich das als Karaoke. Sollen Entscheidungen auf persönlichen Daten beruhen? Nein! Sollen wir das Design von Algorithmen, Autobauern und Global Playern lassen? Nein! Ihr könnt auch mitmachen. Können Computer gehackt werden? Ja! Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Was sollen wir machen? Sichere Infrastruktur, freiere Algorithmen pur. Wie jetzt genau, I'm not sure. Daran arbeiten wir nur. Danke, 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 danke. Ich bin noch nicht fertig, es sei denn, die Zeit ist um. Hat mir jemand ein Signal gegeben? Dann höre ich vielleicht trotzdem auf. Dankeschön. Jan Nagler, dein Applaus! Bitte gönn ihn dir! Immer noch dein Applaus, dein Dankeschön.